Hallo zusammen. Ja, willkommen bei der 73. Lernstunde. Heute mit dem Thema Springer gegen Läufer 2. Kennen wir schon vom letzten Mal. Wir uns auch schon mit dem Thema beschäftigt. Letzte Woche haben wir euch gezeigt, dass es nicht immer so sein muss, dass eine Partei im Vorteil ist, also entweder der Springer den Läufer dominiert oder der Läufer den Springer, sondern dass es tatsächlich auch Stellungen gibt, wo sich das ungefähr die Waage hält. Genau. Und wo man den Abtausch aber trotzdem anstreben kann, einfach um zusätzliche Spannung in die Stellung zu bekommen, ein Ungleichgewicht, weil das herrscht ja vor, wenn man Springer gegen Läufer oder andersrum Läufer gegen Springer spielt. Genau, heute ein bisschen im Anschluss, einige von euch, die lange dabei sind, werden die Verknüpfungen sehen zu den Lektionen 12 und 13. Da haben wir uns intensiv mit dem Läuferpaar auseinandergesetzt und haben auch schon mal geguckt, wie spielt man gegen das Läuferpaar. Und da kam es auch schon mal darauf hinaus, dass man vielleicht übrig bleiben sollte mit Springer gegen Läufer. Das vertiefen wir heute. Und wir wollen uns heute anschauen, wie man es vielleicht schaffen könnte oder in welchen Stellungen man es schaffen könnte, mit einem Springer einen Läufer zu dominieren. Und ja, ich wollte gerade noch sagen, und nächste Woche gucken wir uns noch das andere an. Ja, aber das darfst du schon verraten. Okay, ist kein Geheimnis. Okay, genau. Ja, bevor wir loslegen, ist uns im Chat aufgefallen, dass der Heiki jetzt auch da ist, sonst immer gern gesehener Gast beim Geschwätzblitz, jetzt auch bei der Lernstunde dabei, freut uns sehr. Der hat uns übrigens angesprochen bei unserem Oberliga-Kampf dieses Wochenende, haben wir uns sehr drüber gefreut. Danke nochmal dafür und danke für die Pralinen, die du uns geschenkt hast. Das erwähnst du jetzt überall, ne? In der Hoffnung, dass andere es nicht. Nee, ist gar nicht tun. So gut, weil wenn wir Schokolade, wir versuchen Süßigkeiten aus dem Haus fernzuhalten, weil wenn wir es haben, dann wird das auch gegessen. Schmeckt auch gut, aber deswegen versucht man da gegenzusteuern, indem man sowas nicht kauft. Ja, aber sagt uns gerne Hallo, wenn ihr uns trefft. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Dann haben wir auch immer ein Gesicht zu dem Namen, also und einen Klarnamen haben wir dann nämlich auch. Ja, also mir schmecken sie. Nico steht nicht so auf Nougat. Ja, aber ich esse sie trotzdem. Ja, das ist das Problem. Okay, dann starten wir die heutige Lektion mit zwei Spielern, die recht bekannt sind. Ich denke, Rosolimo kennen die meisten von euch, denn nach ihm ist auch eine Öffnung benannt. Und zwar die Abspiele mit Läufer B5 im Sizilianer, nennt man auch Rosolimo-Variante. Ja, und den habe ich auch schon mal gehört, aber den anderen, da weiß ich nicht mal, wie man ihn ausspricht. Ja, ich würde sagen, Leonard Baden, ein Brite, seinerzeit sehr, sehr guter Spieler, wurde auch mal britischer Meister, hat einige Olympiaden gespielt und was wir noch so über ihn herausfinden konnten, ist, dass er 1972 die WM zwischen Spassky und Fischer kommentiert hat für BBC und zig Schachbücher geschrieben hat. Diese Partie gehört aber nicht zu seinen Lieblingspartien und warum das vermutlich so ist, ja. Das schauen wir uns jetzt an. Genau, für alle, die zumindest einen der beiden Spieler nicht kannten, die Partie ist auch schon von 1950, also gehört jetzt nicht zu den aktuellen Top-Spielern. Mhm. Aber damals schon recht gut. Ein junger Klassiker. Naja, so jung eigentlich. Aber vielleicht das auch ein Grund. Hier sehen wir einen offenen Sizilianer. Geht über in Neidorf. Vielleicht das auch ein Grund, warum Rosolimo selber lieber mit Läufer B5 gespielt hat. Weil er sich gesagt hat, oh, mit Schwarz kann man hier so gut Druck machen. Gut, und das ist ja auch so. Mit Neidorf gibt es sehr, sehr scharfe Partien. Mittlerweile, vor 60, 70 Jahren mag das anders gewesen sein, heutzutage natürlich auch eine Schwemme an Theorie, die man lernen sollte, zumindest einiges davon, wenn man Neidorf mit Schwarz spielen möchte. Es gibt so viele verrückte Opfer. Da sei mal der chinesische Spieler, Wei ist das, glaube ich, der hat einige interessante Partien gegen Neidorf gespielt. Das ging dann immer mit Läufer G5 und Läufer C4 und irgendwann knallt das auf E6 oder so, irgendwelche völlig verrückten Opfer. Das soll heute nicht unser Thema sein, sondern F4 kam hier. Ja, keiner der ganz großen Hauptzüge, aber immer noch recht häufig gespielt. Ja. Häufig dann in Kombination mit
genau jetzt Dame F3, was nicht in der Partie kam. Das wird dann häufig mit langer Rochade kombiniert, je nachdem, wie Schwarz hier auch fortsetzt. Genau, das ist so. Mhm. Das sind so Abspiele, die, gut, wenn man sie mag, ich persönlich mag das aus Weiß, dass ich nicht so sehr. Ja. Ich habe auch schon schöne Gewinnpartien gesehen, auch ohne F4, mit Dame F3, Dame G3 sofort, habe ich bei den Van Forest-Brüdern ein paar Mal beobachten dürfen. Aber hier in der Partie kam Läufer E2, was die kurze Rochade einleitet. Genau. Und das kam auch nach Dame C7. Dame C7, kurze Rochade, Springer C6, Schwarz entwickelt sich erstmal. Genau. Läufer E3, Weiß macht das ebenso. Und Läufer D7 für Schwarz. Genau, jetzt würde uns mal interessieren, ob sich einer von euch mit diesen Stellungsbildern auskennt. Ist ja jetzt auch Zugumstellung, vermute ich, zu Scheveninger System, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Aber ich glaube, da kommt es auch in solche Stellungen. Aber auch wenn ihr die Varianten jetzt ganz konkret nicht kennt, könnt ihr trotzdem mal überlegen, wie würdet ihr jetzt mit Weiß hier fortsetzen? Was sind so typische Pläne vielleicht in dieser Stellung? Mhm. Denn auch wenn wir jetzt noch nicht Springer gegen Läufer haben, beschäftigen wir uns ja trotzdem mit dem Mittelspiel. Ja. Und da ist die Planfindung nach den ersten Eröffnungszügen natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil. Das ist richtig. Die große Begrüßung noch. Ja, und Panther Chess hat ja wieder Ferrero Küsschen ins Spiel gebracht. Warst du das nicht auch gestern, der die zwischendurch genascht hat? Ich? Nein! Ach so, ja. Ich glaube, er hat irgendwas davon gesagt, dass du welche bekommst oder sowas. Nein. Dass er dir welche zuschickt, habe ich gehört. Was? Was hast du denn gehört? Nein. Ich glaube, er hat die gestern, da haben wir nämlich auch schon über die Pralinen geredet und da hatte er erwähnt, dass er welche gerade isst und ob das auch zählt. Ah, stimmt. Also wir haben schon zwei Vorschläge, Knecht Ruprecht, so haben wir das immer gerne mit Begründung, sagt, ein Plan könnte sein Springer B3. Die Idee dahinter ist im Wesentlichen, dass man den Abtausch vermeidet und Schwarz dann nicht seinen Läufer aktivieren kann über C6. Genau, das ist schon mal ein wichtiger Plan. Mhm. Dann haben wir noch Läufer F3. Mhm. Da ist tatsächlich so, zumindest habe ich das gelernt, dass man immer eine Weile wartet, um zu entscheiden, wo der weiße Läufer am besten hingehört. Weil tatsächlich, wie du sagst, manchmal gehört er am besten nach F3, insbesondere wenn vielleicht die Diagonale dann schon geschwächt ist, wenn irgendwie der B-Bauer sich bewegt hat oder so. Und manchmal steht er aber auch auf D3 besser, um einen Königsangriff zu unterstützen, was aktuell natürlich noch nicht so relevant ist, weil da noch kein König steht. Aber das ist immer so die Frage, wo der Läufer hingeht. Mhm. Deswegen würde ich, glaube ich, aktuell damit erstmal noch warten. Okay, dann haben wir noch einen Vorschlag, und zwar A4. Und dann den Läufer nach C4 bringen. Auch das kann eine Möglichkeit sein, insbesondere. Gut, man muss natürlich immer auf die Taktiken mit dem Feld C4 aufpassen. Aber in Kombination mit dem Vorschlag von Tristram, der sagt F4-5, das ist durchaus ein ganz häufiger Bauernhebel in solchen Strukturen. Aber man muss auf verschiedene Möglichkeiten von Schwarz reagieren können. Die erste wäre das Vorbeiziehen mit E5. Da ganz wichtig, sagt Tristram auch schon, geht es um das Feld D5. Weiß bekommt das Feld für seinen Springer, aber nicht immer ist das gut. Man muss auch genug Leichtfiguren, sag ich jetzt mal, auf D5 haben, weil man möchte meistens nicht mit dem Bauern nehmen. Ja. Ansonsten typisch auch noch das, ja, ich wollte nur sagen, dass das Schwarz den Druck hält und auf F5 nicht reagiert. Genau, und vor allen Dingen das Feld E5 für den Springer bekommt. Das finde ich immer sehr unangenehm, wenn da Schwarz den Springer hinbringen kann. Mhm. Genau, zu A4 wollte ich noch sagen, das ist tatsächlich ein typischer Plan. Nicht unbedingt auch in Kombination mit Läufer C4, sondern einfach um B5 zu verhindern und somit den Schwarz ein bisschen einzuschränken. Genau, da müsste man gucken, dass so typische Konterpläne zum Beispiel A4 schwächt so ein bisschen auch die Felder um B4. Mal gucken, dass vielleicht nicht der Springer gut nach C4 kommt.
Oder auch nach B4, das ist auch manchmal eine Idee für Schwarz, dass sobald Weiß A4 gespielt hat, Schwarz den Springer nach B4 bringt, um dann D5 gut spielen zu können. Hat auch gewissen Druck auf C2, der Springer kann sich dann nicht mehr so gut bewegen und stützt D5 sehr gut ab. Fehlt eigentlich nicht viel. Ein sehr guter Plan ist noch vorhanden oder was noch nicht so reinkam, und das sind Damen-Schwings. Kam aber rein jetzt. Ja, genau, kam so, auch. Ja. Und das ist die Dame über E1 in den Angriff zu bringen, um von G3 auf G7 zum Beispiel zu schauen. Und vor allen Dingen auch E5 zu unterstützen, weil das ist tatsächlich der Vorstoß, den Weiß meistens noch ein bisschen lieber machen würde als wenn, F5, genau, wenn er es schafft. Ja. Genau, und deswegen stellt man sich dann häufig mit, du hast es gerade ja schon angefangen zu malen, nicht? Ja, mal. Genau, also Dame E1, Dame G3, dann häufig in Kombination auch mit König H1, mit der Idee, den Läufer dann auch teilweise nach G1 zurückzuziehen, um dann die E-Linie noch freier zu haben und auch um aus irgendwelchen Angriffen über C4 oder so aus dem Weg zu gehen. Genau, und dann spielt man den A-Turm entweder nach D1 oder nach E1, und wenn man es schafft, kann man dann irgendwann E5 spielen. Und das sind auch die Momente, wenn ihr euch das vorstellt, dann könnte der Läufer auf D3 natürlich wunderbar den Angriff unterstützen, wenn man dann zu E5 kommt, der Springer muss weg, der Läufer schaut schon nach A7. Das kann auch sehr, sehr gut zum Angriff führen. Und wir haben noch einen Vorschlag von der Anna. Und das ist die Partiefortsetzung. Da wollen wir auch drauf eingehen, dass nämlich Partiefortsetzung, tatsächlich, das ist schon sehr, sehr viele Jahre her, da hatte ich auch mal so eine Stellung. Sag bloß. Ja, und tatsächlich, ich habe auch relativ schnell mit G4 brachial versucht anzugreifen. TFP sagte schon, scheint ihm zu früh zu sein. Mhm. Tatsächlich ist es sehr risikoreich, mit G4 zu spielen. Und objektiv gesehen muss man wohl sagen, dass es ein kleiner Fehler ist, weil hier nicht so viel zu holen ist, als dass es sich lohnt, den eigenen König schon so zu öffnen. Vor allen Dingen, weil Schwarz ja auch noch gar nicht kurz rochiert hat. Und ist keine untypische Idee, man spielt das häufiger mal, aber dann, wenn Schwarz schon seinen König committed hat, quasi, also schon sich für eine Seite entschieden hat, und meistens ist man dann auch schon etwas mehr vorbereitet. Aber auch dann muss man sich mit solchen Sachen wie G4, es klappt nicht so häufig. Der Bauernsturm, wenn man selber in die Richtung rochiert hat, in seltenen Ausnahmefällen mag das klappen, aber in der Regel ist so ein Angriff... Naja, das ist schon eine Hauptvariante in manchen Abspielen, also auch mit kurzer Rochade von Weiß. Das heißt, das kann man nicht verallgemeinern, aber was man verallgemeinern kann, ist, dass es immer natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Und dass der Nachteil immer ist, dass man den eigenen König aufreißt. Mhm. Aber, ja. Okay. Aber hier, da sind wir uns einig, denke ich, ist es zu früh. Ja, und es kommt im Prinzip so, wie ihr es auch schon vorhergesehen habt. Schwarz tauscht ein Springerpaar ab, um Platz für den Läufer auf C6 zu machen. Der schaut jetzt schön auf die Diagonale, bis nach H1 fast. Also der Eber ist natürlich noch im Weg. Aber sieht schon sehr gut postiert aus auf C6. Genau, gut. Läufer F3, deckt den E4 und hält auch weiterhin den G4 gedeckt. Und jetzt wechseln wir einmal die Seiten gedanklich und überlegen uns, wie es denn hier für Schwarz weitergehen könnte. Was wären denn hier Einfälle, die euch so kommen in der Stellung? Wir haben schon zwei sehr gute Vorschläge. Und das sollte man auch immer beachten, wenn die eine Seite einen Flügelangriff startet, Gegenschlag im Zentrum. TFP sagt, die erste Idee war D5, aber hier wohl nicht. Und das ist vermutlich auch so, dass es hier sehr gefährlich ist, denn es öffnet sich sofort die E-Linie und der schwarze König ist noch in der Mitte. Dazu kommt natürlich, dass man auch berechnen müsste, was ist mit Läufer schlägt F6 und ist der Bauer dann nicht weg. Aber schon alleine das schnelle Spiel gegen den schwarzen König in der Mitte spricht eher gegen D5. Ich finde auch positionell gesehen, würde das nicht unbedingt dem Läufer C6 gut tun. Wenn wir uns Man hat zwar häufig dann das Feld E4, ne? Aber wenn wir uns nur das anschauen, das ist eine ganz typische Struktur, aber hier machen diese Bauern einen ganz guten Job, ne? F5 droht bald. Also D5
gut, aus taktischen Gesichtspunkten wahrscheinlich schon zu verwerfen. Mhm. So, 0-0-0 und Feuer auf dem Königsflügel ist ein Vorschlag. Die lange Rochade für Schwarz, soll ich die ja nicht ausführen oder warum? Machen wir im Kopf, oder? Machen wir im Kopf erstmal. Genau. Die lange Rochade, durchaus ein Plan, wenn Schwarz, so wie hier, lange gewartet hat mit der Rochade und Weiß sich am Königsflügel schon selber schwächt, dann kann man auch in solchen Stellungen, es ist ja so, zumindest wenn man sizilianisch lernt, erstmal ungewöhnlich lang zu rochieren, aber tatsächlich ist das doch recht häufig sicheres Gefilde für den eigenen König hinter nur diesen zwei Bauern. Ich würde aber, also ich würde es auch nicht ausschließen als Option, mhm. ich würde es aber nicht sofort machen, sondern mhm. wenn, dann würde ich es mir einfach noch offen halten, so lange wie es geht, weil wenn ich jetzt mit Schwarz direkt lang rochiere, dann zeige ich ja dem Weißen, wo die Zielscheibe ist. Mhm. Dann kann er direkt mit B4, B5 mich attackieren. Und wenn ich hingegen erstmal noch andere Züge mache, die ich vielleicht sowieso machen will, Läufer E7 beispielsweise, dann kann Weiß, also dann macht es ja aus weißer Sicht überhaupt noch keinen Sinn, B4 zu spielen. Mhm. Weil dann kann ich ja immer noch Edge Badge sagen und in die andere Richtung rochieren ja. oder stehen bleiben. Aber prinzipiell ist lange Rochade auf jeden Fall eine Option, die man im Hinterkopf behalten sollte. So, dann haben wir noch zuerst von TFP genannt E5. Genau, denkt über E5 nochmal ein bisschen nach. Währenddessen schauen wir uns weiter an. Herbert schlägt vor Läufer E7 und Rochade als natürliche Züge. Sind wahrscheinlich die natürlichsten Züge. Wir müssen natürlich noch aufpassen, Läufer E7, was ist, wenn zum Beispiel sofort G5 kommt? Was machst du mit dem Punkt G7? Das muss man natürlich alles noch mit einberechnen, die konkreten Varianten. Dann haben wir aber auch noch Pläne. Ja, ich finde von Fuchs ja der Beitrag auch sehr wertvoll. Sie tendiert auch zu E5 und begründet das auch, dass der weiße Läufer überlastet ist, sich nicht so gut bewegen kann, auch hinter den eigenen Bauern. Und deswegen Schwarz die Bauern auf Schwarz setzen sollte und auf den weißen Feldern spielen sollte. Mhm. Das ist von der Idee her schon mal ein sehr, sehr guter Gedankengang. Ne? Wenn ihr euch den Läufer anschaut, im Moment wäre es vielleicht übertrieben zu sagen, er ist sehr schlecht. Er hat Potenzial, ne? Wenn seine Bauern voranschreiten. Im Moment ist es tatsächlich so, er guckt seine eigenen Bauern an. Wenn die Bauern marschieren sollten, dann könnte dieser Läufer auch nochmal ganz gut werden. Und genau deswegen ist es ein sehr, sehr guter Plan, die Struktur dementsprechend festzulegen, dass er nicht gut wird. Mhm. Und auch das, genau, sagt sie auch, also E5. Behalten wir E5 mal als Hauptkandidat im Hinterkopf und gehen noch kurz auf andere Vorschläge ein. Zwei Ideen habe ich noch auf meiner Liste. Also einmal Springer D7 von Heike vorgeschlagen. Genau, auf da, F5. Auch, ach so. War er das auch? Ne, das war davor, nee, aber selbe Idee, um auf F5 mit Springer E5 zu reagieren. Ist eine typische Idee, dass man den Springer vorzeitig teilweise auch schon wegzieht quasi, prophylaktisch sozusagen. Hier finde ich es tatsächlich etwas zu prophylaktisch, weil man damit ja auch zum Beispiel Läufer E7 dann erstmal verhindert, weil also der G7 ja immer hängt. Das heißt, man muss sich danach dann immer noch darum kümmern und dann vielleicht sowieso E5 spielen. Und wenn man das sowieso machen möchte, kann man es vielleicht auch gleich spielen. Ne? Jetzt kam noch eine sehr nette Idee von Pater André. Die wollen wir auf jeden Fall nicht unterschlagen. Und das ist die Idee, B5 zu spielen und dann Dame B7. Und ihr seht es schon, B5 geht Richtung Drohung B4, ja, diesen Springer zu vertreiben. Und Dame B7 übt zusätzlichen Druck aus, auf E4. So. Aber an B5, ich vermute, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da müsste man auf jeden Fall E5 prüfen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das direkt taktisch nicht funktioniert. Ja. Mhm. Aber, und jetzt schmeißen wir alle Ideen in einen Topf, die wir bisher so hatten, und
dabei kommt dann was ganz Gutes raus. Zumindest was sehr aussichtsreich für die Zukunft ist. Das ist noch nicht so alles hundertprozentig forciert, aber vielleicht können wir das ja kombinieren. E5, die Struktur festlegen, den Läufer schlecht halten und dann mit B5 später spielen, um genau das auszuführen. Genau, schauen wir uns mal E5 an. Wir können ja direkt damit beginnen, auf Heikis Einwand einzugehen, der durchaus berechtigt ist. Er merkt an, ich glaube, man sieht es gar nicht mehr im Chat, aber er hat auf jeden Fall geschrieben, dass von der Idee her, wenn man den König noch in der Mitte hat, noch nicht rochiert hat, man es ja eigentlich vermeiden sollte, die Stellung zu öffnen. Mhm. Das ist durchaus richtig. Allerdings kann Weiß ja jetzt nur die Stellung öffnen, indem er schlägt direkt. Mhm. Und das können wir uns ja mal kurz anschauen, ist eher im schwarzen Sinne, weil jetzt kommt der schwarze Läufer wunderbar raus, also der schwarze, schwarzfeldrige Läufer. Diese hier. Die Bauernstruktur von Weiß ist Katastrophe. Machen wir mal einfach einen Zug, der Läufer nach F2, hier könnte er vielleicht nochmal irgendwo hier mit Druck ausüben. Wir müssen natürlich immer ganz genau schauen, welche Linien öffnen sich dann im Spiel gegen den König. Im Moment ist die D-Linie auf. Vielleicht gar nicht optimal für Weiß, dass er die schon besetzt hat. Er hat sie nämlich mit der Dame besetzt, sodass immer mal Turm D8 kommen könnte. Und die weitere Frage ist natürlich, wie viel Spiel gegen den schwarzen König ist zu erwarten auf der D-Linie. Naja, und da ist ganz wichtig, inwieweit man zum Beispiel Einbruchsfelder kontrolliert. Selbst wenn Weiß schon verdoppelt hätte, muss man festhalten, er droht auf der D-Linie keinen Einstieg, weil man die wichtigen Felder alle kontrolliert. Mhm. Und auf der F-Linie ist auch wenig zu holen. Genau, auch wenn der Läufer nach E3 gezogen hätte. Dieser Läufer ist immer noch im Weg und der Punkt F7 kann nicht so schnell unter Druck gesetzt werden. Es sind ja auch nur zwei Züge für Schwarz, dann hat er rochiert. Und was übrig bleibt, ist natürlich die zerstückelte Bauernstruktur. Diesen Bauern würde Weiß am liebsten zurückziehen. Ja. Das muss man auch sagen. Genau, also durchaus eine wichtige Überlegung, wenn man solche Züge spielt. Aber hier ganz konkret für Schwarz eher eine positive Entwicklung, wenn sich hier das Bauernpaar abtauscht. Und vielleicht können wir das so machen, dass wir da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wollen wir das mal probieren, ob wir uns da alle dran erinnern. Und zwar der Vorschlag auf Turm D8 könnte noch Springer D5 kommen. Okay. Da würde ich jetzt einfach sagen, merkt euch diese Stellung. Wir gucken uns erstmal die Partie an. Und dann wollen wir noch mal ganz kurz auf diese Stellung zurückkommen. Denn ich finde, das ist durchaus berechtigt, auf den ersten Blick zu sagen, wow, das sieht gefährlich aus, ne? Mit dem Springer auf D5. Kommen wir da später noch mal drauf zurück. Wobei ich glaube, dass es hier auch taktisch nicht funktioniert. Vielleicht auch das. Ja, aber wir merken uns das. Genau. Okay, schauen wir an, wie es in der Partie ging. Schlagen haben wir uns gerade angeschaut. Ja. In der Partie kam Läufer E3. Genau. Jetzt wäre es eine andere Geschichte. Also das sollte man nicht verwechseln. Strukturell ist der Bauer auf D6 natürlich viel schwächer als auf E5. Auch weil der Läufer jetzt noch eingesperrt ist, der Schwarze. Genau. Und die weißen Figuren sind aktiver. Er hat zumindest hier einen Punkt, wo er Druck ausüben könnte. Und das Nehmen auf F4 kann, ist möglich, aber dann, muss man nicht. Dann meist aber auch in Verbindung für einen sehr starken Springer auf E5. So. Ja, dann, das gibt es doch häufiger. Okay, schauen wir weiter. Genau, Läufer E7. Ein ganz normaler Entwicklungszug. Der aber tatsächlich etwas ungenau war. Wir werden gleich erfahren, warum. Ja, genau. Also Läufer E7, so wie es in der Partie kam, ist alles gut gelaufen. Weiß hat hier nämlich F5 gespielt. Und versucht ihr uns doch mal zu erklären, warum F5 vielleicht nicht der beste Zug ist. Und was besser gewesen wäre für Weiß. Das wäre noch die Krönung, wenn ihr uns das auch noch verratet. Warte, dann gehen wir aber noch mal kurz hier hin, okay? Und dann überlegt hier noch mal. Also F5 kam, warum ist der nicht so gut? Was wäre stattdessen besser gewesen? Ja. Und Ziegel hat es auch gesagt, dass nach E schlägt F4 Springer D7, Springer E5 oft eine Idee ist. Genau, das ist so. Ja. G5. G5 sagt Anna.
Jetzt fehlt nur noch, dass du den Bogen spannst zu F5, die Unterschiede nennst. Mit G5 wird ein Bewacher von dem Feld D5 vertrieben. Das stimmt erstmal. Und LMW sagt, F5 in Kombination mit G5 sieht ganz gut aus. Das eigentlich alles, was noch fehlt, ist zu sagen, wo ist das Problem, wenn man F5 zuerst macht. Genau. Ja, also tatsächlich schon ganz gut zusammengetragen. Mhm. Ja, und Bauernwalze rundet das Ganze ab. Und genau so ist es. Nach F5 kommt H6. Schwarz hält gegen, Weiß kommt nicht mehr so bequem zu G5. Und das Letzte, was im Prinzip noch fehlt, wäre, dass man jetzt noch sagt, der Läufer auf F3, der ist sehr, sehr unglücklich hinter diesen Bauern. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass mit G5 hier keine weitere Expansion mehr zu holen ist. Das Ganze wäre anders gewesen, wenn man mit G5 begonnen hätte. Mhm. Einfach die Reihenfolge vertauschen. Ja. Und jetzt F5, jetzt hat man es geschafft quasi, beide Bauern nach vorne zu ziehen. Und das kann nicht mehr so einfach und vor allen Dingen so ungünstig für den Läufer F3 blockiert werden. Mhm. Man muss auch gucken, also hier ist es noch gar nicht so klar, der Läufer kann sich durchaus nochmal aktivieren, je nachdem, was Schwarz macht. Wenn er kurz rochiert, dann ist es auch gar nicht so fernliegend, vielleicht mal den F-Bauern zu opfern. Wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel, ist mit Sicherheit nicht der beste Zug und nicht die beste Variante, aber einfach mal, um das Ganze zu demonstrieren, dass irgendwann vielleicht mal F6 möglich wäre, tatsächlich dann mit Bauernopfer und vielleicht direkt den Läufer Richtung F5, Blick Richtung H7 stellen, Dame hinterher und Attacke. Das wäre noch nicht vorbei gewesen. Also der Läufer hätte noch seinen Hoffnungsschimmer gehabt. Und das ist auch ganz wichtig. Man kommt zwangsläufig immer zu dem Punkt oder häufig, dass man natürlich, man muss sich entwickeln, man muss Bauern nach vorne schieben und sollte auch etwas Raum einnehmen. Aber wenn man anfängt, Bauern zu häufen auf einer Felderfarbe, dann merkt man schnell, der Läufer, der entsprechende, der ist dann doch etwas beschränkt. Das muss nicht immer schlimm sein. Wichtig ist aber, dass Potenzial erhalten bleibt. Und das Potenzial ist eigentlich so lange erhalten, ich finde das ein ganz gutes Beispiel mit dieser Stellung. Das Potenzial bleibt so lange erhalten, wie es Möglichkeiten gibt, das nochmal freizuschaufeln. Ja? Sinnvolle Möglichkeiten, wie hier zum Beispiel irgendwann mit F6. Und das Ganze stellt sich hier dann ein bisschen schwieriger raus. Seien wir ehrlich, H4, G5 wäre die absolute Brechstange. Ja, aber dann rochiert Schwarz dann wirklich mal lang und ups. Angriff auf der H-Linie, können wir auf dieses Thema verweisen. Ja. Ach so, ja, easy. Es ist der Rossolimo. Also haben wir jetzt einfach mal geschlussfolgert, oder? Es ist der Rossolimo und es ist auch der Leonard Baden. Ja. Der übrigens immer noch lebt, ne? Also der hat 1950 gespielt, ja. Also soweit ich das jetzt gerade bei Wikipedia habe, kurz vor der Show, lebt er noch, ja. Hat sehr, sehr viele Schachbücher geschrieben. Ich würde fast schätzen, so wenn wir 20 Jahre älter werden, dann hätten wir bestimmt einiges von ihm gelesen. Und wenn wir generell Schachbücher lesen würden, ja, das musst du auch noch mit. Nein, das haben wir jetzt natürlich nicht gesagt. Und genau. Ihr habt es nicht gehört. So. H6. Machen wir weiter. Ja. Weiß entwickelt sich ein bisschen. Ja, mit Dame D2. Und jetzt kommt der Plan, den ihr schon prophezeit habt, ja. Nämlich B5. Hat wieder mehrere Ideen. Zum einen liegt immer mal B4 in der Luft und zum anderen Dame B7. Ja. Und das Ganze richtet sich hier gegen. Erstmal hat Schwarz noch die Entwicklung fortgeführt. Jetzt ist lange Rochade für ihn keine Option mehr, nachdem man B5 gespielt hat. Na, man kann ja auch gucken, das übt ein bisschen mehr Druck aus. Im Moment muss man natürlich noch sagen, auf B4, der Springer würde jetzt natürlich nicht nach B1 gehen und der E-Bauer wäre verloren, sondern würde sich nach D5 bewegen. Und so übt man schon mal Druck aus auf C2 und behält sich das offen, ob man da dann vielleicht schlägt, ob man das drohen möchte. Ja, generell verbessert Schwarz die gesamte Bauernstruktur, sage ich schon, Figurenstellung.
Und was auffällig ist, ist, dass er bewusst den König in der Mitte hält. Ne? Er hätte ja auch, um die Entwicklung zu vollenden, kurz rochieren können. Aber das finde ich eigentlich ganz schlau, dass er hier bleibt, weil das Zentrum eben geschlossen ist, weil dem König hier keine Gefahr droht und man so einfach noch mehr Optionen hat, auch flexibel bleibt. Und vor allem wird Weiß gehemmt in seinen Plänen. Also die Rochade ist ja sozusagen der Startschuss für Weiß. Wir müssen natürlich gucken, wenn Rochade kommt, dann ist durchaus H4 oder auch direktes G5 oder auch Schlagen auf H6 vielleicht eine Option. Mhm. Gut, das Schlagen auf H6, naja, vielleicht in Kombination mit G5, F6 kann durchaus sein. Und Weiß hätte wieder ein Ziel und seine Bauern, seine weit vorgezogenen Bauern, hätten eine Daseinsberechtigung. Genau, ne? Und die fehlt, solange Schwarz nicht rochiert. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage gerade eingetrudelt, auf die wir eingehen möchten. Und zwar von Anna. Wie der Bauer auf D6 einzuschätzen ist, ne? Das ist ja tatsächlich eine Struktur, die man in sehr vielen Eröffnungsvarianten sieht. Dieser rückständige Bauer D6 in Kombination mit E5 und häufig auch mit dem Läufer auf E7. Sehr typisch für Sizilianisch, also Sveshnikov zum Beispiel oder sehr häufig im Neidorf. Neidorf, wenn E5 kommt, fast immer und das kommt in vielen Abspielen. Mhm. Auch ohne, dass Weiß angerannt kommt, sondern einfach schon direkt ganz frühzeitig statt E6, E5 gespielt. Mhm. Also auch mit diesem Bauer noch hier hinten, aber der Bauer ist im Prinzip, für den D6 ist es nicht so relevant, sagen wir mal, ob der Bauer hier steht oder dort steht. Der Bauer D6, der ist, wenn wir mit dem Schachspielen beginnen, wird erstmal gesagt, das ist ein rückständiger Bauer und der ist schwach. Tatsächlich ist es ich nenne ihn jetzt mal Neidorf-Bauern, häufig nicht so der Fall, weil es Weiß nicht einfach gelingt, Druck auszuüben. Das Problem ist, durch das Feld E4, wo eigentlich praktisch immer ein weißer Bauer steht, und die Kontrolle von Schwarz über B5, fehlt erstmal der Druck, den Weiß mit dem Springer ausüben könnte. Also gängig ist, dass Weiß auch die Türme verdoppeln kann er alles tun. Dann übt er aber nur mit den Türmen Druck aus und das genügt ja so lange nicht, wie es eine Leichtfigur verteidigt. Die verteidigende Leichtfigur sollte aber auch da sein, ist sie meistens aber auch. Wesentlicher in solchen Stellungsmerkmalen ist das Feld D5 in der Regel, weil das tatsächlich ein Pluspunkt für Weiß sein kann, sofern er es schafft, da die Übermacht mit Leichtfiguren zu haben. Jetzt in so einer Stellung könnte Schwarz immer so rausschlagen, dass Weiß mit dem Bauern wieder nehmen muss, was häufig nicht so gut ist. Du hast das vorhin schon erwähnt. Wenn es aber Weiß schafft, zum Beispiel den Läufer gegen den Springer zu tauschen oder so, gut, da stehen die Bauern noch ein bisschen anders. Aber so allgemein gesagt, und es dann schafft, hier mit Leichtfiguren das Feld D5 zu kontrollieren, dominiert das häufig die Stellung sehr, was dann sehr unangenehm ist für Schwarz. Eine sehr, also wie ich finde, sehr, sehr interessante und schöne Partie rund um den Kampf um das Feld D5 könnt ihr bei uns auf der Homepage sehen. Ich habe nämlich so eine Struktur gespielt gegen Vishy Anand und da ging es auch ganz lange, ging es nur darum, D5 entweder mit Leichtfiguren zu besetzen oder für mich das zu verteidigen. Und da spielen einige Faktoren rein. Auch zum Beispiel, und das darf man nicht vergessen, indirekter Druck auf D5 oder Verteidigung D5, indem man Druck auf der C-Linie ausübt. Ne? Weil das bindet die Figuren, insbesondere den Springer. Und er hat auch mit Läufer G5 gespielt, hat Springermanöver gespielt. Wir haben die doch auch in der Lernstunde angeschaut. Haben wir? Ja, beim Special. Da hatten wir die Partie von dir und Caruana und die von Arnold, meine ich auch. Zum Thema dann, Abtausch. Dann, wann haben wir das gehabt? I Love Man Spezial 2? Ja, genau. Ja. Oder 1. Dann seppt mal rein, schaut euch bei Bedarf nochmal 56 oder 57 an. Wen sowas interessiert, wer solche Strukturen häufig auf dem Brett hat,
ich glaube, der kann da was mitnehmen. Hatten wir aber tatsächlich schon ganz oft diese Struktur, auch zum Thema rückständiger Bauer hatten wir, glaube ich, die Struktur oder auch zum Thema Vorposten. Also da könnt ihr euch in der Lernstunde ein bisschen umschauen. Ich glaube, ihr gefühlt jede fünfte Partie ist mit dieser Struktur. Ja, aber tatsächlich, wer solche Strukturen wirklich versteht und gut spielen kann, der hat zum Beispiel, der kann ja bewusst solche Varianten anstreben. Und es ist sehr, sehr reichhaltig. Und wenn man da nicht weiß, was man tut, dann kann man mit beiden Seiten untergehen. Ja. Ja. Machen wir weiter mit der Partie. Genau. Es kam jetzt A3, ne, um B5 mal aus der Stellung zu nehmen. B4? Ja, B5 nach B4. Dame B7 von Schwarz verbessert seine Figuren, übt Druck auf E4 aus. Okay, Weiß deckt das Ganze mit Dame D3. Und wir geben wieder ab an euch. Wie geht es weiter? Ja. Für Schwarz. Genau. Gerne wieder Pläne und mit einem konkreten Zugvorschlag. Ah ja, A5 ist auch keine schlechte Idee. Können wir ja schon mal vorgreifen, sowohl statt Dame B7 meine ich, als auch dann nach diesem Einschub generell A5 sinnvoll, um B4 wieder zu drohen. Hm. Oder zumindest ja, die Option zu haben. Ja. Genau. Ist gut, kam aber nicht. König D7. König D7. Naja, ist ein bisschen zu ambitioniert, zumal er da ja nicht besser steht als auf E8. Obwohl das natürlich auch eine interessante Art der Rochade wäre. Den Turm. Genau, dann macht Weiß jetzt irgendeinen Nullzug und dann Turm nach D8. Ach, den, aber will man den zurück. Nicht da behalten? Ja, vielleicht, aber es wäre auf jeden Fall allein für das Manöver, also in der Schnellschachpartie, in der Blitzpartie, wenn ich so ein Manöver ausführen könnte, in der Brettmitte so künstlich zu rochieren. Dann mach doch einfach Rochade, wenn du den Turm dahin haben willst. Nee, ich finde das viel lustiger mit dem König auf E8, weil hier ist mir der zu unsicher mit G5 und so. Das finde ich irgendwie schöner. Okay, aber dass das vielleicht nicht der Beste ist, können wir vermuten. Und TFP? Und Siegel auch. Siegel auch. Ah, sehr schön. Genau. Was kann man noch machen? Man könnte hier diesen Springer umgruppieren. Und dem ist nicht viel hinzuzufügen. Springer C5 würde in diesem Fall die Dame angreifen. Wieder Druck auf E4 ausüben. Ja, bevor wir da weitergehen, würde ich gerne noch einmal auf D5 eingehen, weil das auch zu unserem Thema ganz gut passt. Also D5 ist tendenziell in solchen Stellungen natürlich schon eine Idee, um den rückständigen Bauern aufzulösen, den Läufer E7 zu befreien. Mhm. Aber jetzt haben wir uns ja so schön Mühe gegeben, den Läufer F3 einzusperren. Ja. Das ist wahrscheinlich, also zumindest auch Nachteile hat D5. Zumal es wahrscheinlich auch nicht so einfach zu realisieren ist. Sehr schwer umzusetzen. Ja. Also Weiß kann natürlich das Feld D5 unheimlich oft kontrollieren. Wir müssten, auch wenn wir das Zentrum mit D5 öffnen, dann muss der König weg. Der müsste sich mit der kurzen Rochade verziehen, aber halt nicht in sichere Gefilde, denn die Öffnung mit H4, G5 bleibt. Und selbst mit einem Turm auf D8 noch D5, selbst wenn dort ein Turm steht, 1, 2, 3, 4, 5 mal angegriffen, 1, 2, 3, 4 mal verteidigt. Das, kurz abgezählt, ne, ist in solchen Strukturen aber häufig so unheimlich schwer, D5 durchzusetzen. Wenn es funktioniert, ist es meistens gut. Aber auch dann nicht der König in der Mitte. Knecht Ruprechts Frage dazu stellen wir mal noch zurück. Merke sie dir. Merke, ja, Springer D5, genau. Ansonsten, ja, es kam noch ein Vorschlag, der dann ein bisschen zu brachial ist. Wahrscheinlich Turm G8 mit der Idee G6. Aber selbst wenn du diese Züge hättest, ich habe ein sehr ungutes Gefühl mit G6. Selbst wenn man es schafft, auf R5 zu schlagen, Weiß kann ja einfach König H1 spielen. Wieder, und dann ist auf der G-Linie auch nicht so viel zu holen. Mhm.
Ja, vielleicht auch nach F2 gehen, ja, ist vielleicht wo noch, wir schon mal dabei sind. Ne? Genau, also wenn wir uns das mal angucken und dann sich dagegen stellen. Vermutlich ist der weiße König etwas sicherer als der schwarze. Und der Bauer kann auf Dauer, also ich würde den jetzt nicht sofort nehmen mit Weiß, vielleicht auch. Das könnte natürlich ein gefährlicher Freibauer werden. Aber nach Turm G8 nimmt man sich natürlich auch das Rochaderecht für immer weg. Und H4 G5 könnte nochmal interessanter sein für Weiß, wenn der Turm nicht auf der H-Linie steht. Okay, was hatten wir denn noch? Irgendwas, dann hängt der A6. Welchen? Ja, B4. Achso, B4. Der Vorschlag. Okay. Also B4 würde ich immer lieber in Kombination mit A5 auch machen. Genau, wenn wir uns das angucken, jetzt auch mal ohne den Bauern A6, dann ist es meistens so, dass die einzige Drohung ist ja im Prinzip, den Bauern auf B2 irgendwie zu nehmen, aber das ist in der Regel nicht so eine starke Drohung. Der kann vielleicht auch geopfert werden, wenn man dafür schnell die Stellung öffnet. Außerdem würde mir einfallen, dass man den auch decken kann. Und jetzt der Springer von C3 natürlich nicht mehr vertrieben werden kann mit späterem A5, B4. Und Schwarz muss sich jetzt tatsächlich doch meistens um den A6 irgendwann kümmern. Ja, irgendwann wird der weggenommen. Also sowas mit B4 die Stellung öffnen, durchaus, aber dann eher um Königsangriff zu machen, um den König zu schwächen, wenn Weiß lang rochiert hat. Was auch nicht unüblich ist in solchen Stellungen. H5 ist noch eine Idee. Da gefällt mir nicht so gut dran, dass Weiß ja dann zu G5 kommt. Vielleicht war die Idee davon, dann Springer G4 hinterher zu. Aber da ist er erstens ganz schön auf verlorenem Posten und zweitens kann er vielleicht auch einfach rausgenommen werden. Ja, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Also erstmal das Rausnehmen ist nicht so klar, ob man das wirklich machen will. Also mit Weiß oder mit Schwarz. Mit beiden Seiten. So. Aber auch wenn der Läufer zieht und H3 im nächsten kommt, dieser Springer hat nicht mehr viele Felder. Da wäre ich vorsichtig. Genau. So, ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet zu der Stellung. Ihr habt den Plan genannt, der in der Partie kam, Springer D7. Genau. Schöne Umgruppierung. Und ja, du hast es ja vorhin schon eingezeichnet, wo der überall hin kann. Ja, also primär möchte er jetzt vielleicht nach C5 gehen, aber... Weiß ich gar nicht. B6 finde ich auch sehr schön. Ja, aber B6, C4 ist auch immer recht typisch. Und tatsächlich ist es so, dass Weiß hier B5 gemacht hat. B4? Was hast du heute? Koordinaten! Genau, hat B4 gemacht, um Springer C5 rauszunehmen. Wie das Ganze für ihn endet, sehen wir uns gleich an. Erstmal vielleicht noch, was hätte Weiß anderes machen können. Und tatsächlich wäre es zumindest eine Überlegung gewesen, den Springer nach C5 zu lassen. Ja, zum Beispiel König H1. Und dann auch auf C5 rausnehmen. Genau. Das Ganze mit der Idee, also klar, diese Stellung, wenn Schwarz noch ein paar Züge bekommt, hat das Läuferpaar, ist gleich auch fertig entwickelt. Jetzt müssen wir hier einen Bauernsturm nicht mehr fürchten mit diesem Verteidigungsläufer. Aber nach Springer D5, ja gut, rausnehmen sollte man den nicht unbedingt. Wahrscheinlich auch Rad und wir haben eine ungefähr gleiche ausgeglichene Stellung. Und ich sehe das Ganze aber auch als immer noch sehr, sehr gut spielbar an für Schwarz. Ja, auf jeden Fall. Aber wäre für Weiß halt die bessere Option gewesen statt B4. Was die Nachteile davon sind, werden wir gleich sehen. TFP, nicht so ungeduldig. Wir haben Springer D5 bewusst hinten angestellt. Da kommen wir gleich noch zu dem Plan. Also nicht hier Springer D5, sondern in dieser Bauernstruktur. Da kommen wir noch zu. Tatsächlich kam B4 und jetzt Springer B6. Ne, B4 hat zwar C5 kontrolliert, aber dafür hat es den Springer eingeladen, nach C4 zu kommen. Gut, Weiß macht einen prophylaktischen Zug, Läufer C1, kann Springer C4 nicht wirklich verhindern. Beziehungsweise möchte diesen Läufer nicht für den Springer geben und muss dafür dann den schwarzen Springer reinlassen. Und jetzt kommen wir nochmal. TFPs große Stunde. Ja, Springer D5 hier in dieser Stellung. Was haltet ihr von dem Zug? Und jetzt wollte ich gerade sagen, und wenn ja, warum? Aber das passt irgendwie nicht. Und weswegen?
Ich glaube, es gab schon Wortmeldungen, bevor wir die Frage überhaupt gestellt haben. Mhm. Also LMW möchte den auf jeden Fall schlagen. Und dann Springer auf. Ach so, da stand der Springer noch auf B6, glaube ich. Und dann ja. Springer A4 spielen, wenn dann. Okay. Springer D5. Anna sagt, Läufer schlägt D5. Okay, aber kannst du auch ein bisschen mehr zu der Stellung sagen? Ihr würdet den rauskloppen, okay? Ja, seid aber sagt mal noch, warum. Oder warum nicht? Stehen lassen und Läufer H4 spielen oder Läufer G5 ist auch noch ein Vorschlag. Also Läufer H4 verstehe ich noch nicht so ganz. Und auch Läufer G5, bitte immer begründen, warum ihr einen Zug spielen wollt. Okay, Springer B2 funktioniert jetzt in dieser Stellung nicht mehr. Vielleicht war das noch auf. Ach, nee, doch, ja. Also nach Springer D5, der A3 ist jetzt auch schon verteidigt durch den Läufer C1. Das nicht übersehen, also den sollte man nicht rauskloppen. Wenn diese beiden getauscht werden, hängt A3, ja. Achso, das ist wahrscheinlich die Begründung für Läufer G5. Mhm. Bauernwalze. die Begründung gefällt mir schon mal ganz gut. Und Tristrams Idee gefällt auch sehr, sehr gut. Springer B2, das Feld ist gedeckt. Das geht nicht. Ja, TFP sagt es auch nochmal mit Läufer G5, die Läufer tauschen. Und es gibt hier einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt, der genannt wurde und das ist super. Aber für alle, die das nicht sofort gesehen haben, wollen wir da nochmal drauf eingehen, beziehungsweise es kam auch in der Partie tatsächlich. Weiß hat hier Springer D5 gemacht und begibt sich damit positionell auf sehr, sehr gefährliches Gefilde. Denn tatsächlich ist es so, Schwarz kann und sollte schlagen. Und schauen wir noch einen Zug weiter, dann wird das Ganze noch klarer. E schlägt D5. Was haben wir jetzt für eine Stellung erstmal? Was sind die Leichtbegründungen? Welche sind gut, welche sind schlecht? Sonstige Stellungsmerkmale. Das Erste, was euch auffallen sollte, wir haben gerade darüber geredet, ist der Bauer D6. Da wurde gerätselt, ist er manchmal schwach, ist er nicht schwach, wer weiß es. Hier müssen wir festhalten, der Bauer D6 kann praktisch nicht mehr angegriffen werden von Weiß. Das heißt, hier hat Schwarz gar kein Problem mehr. Das gibt ihm Freiheit, die deckenden Figuren zu ziehen, den Läufer, den Springer. Was TFP schon gesagt hat, ist, dass Schwarz die C-Linie hat. Das ist völlig richtig. Der Bauer C2 ist rückständig und kann tendenziell von Schwarz aufs Korn genommen werden, wann immer er das möchte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, das Feld D5 hatten wir auch gerade beleuchtet, dass das tendenziell ein Nachteil in der schwarzen Stellung sein kann. Das ist jetzt auch weggefallen, dadurch, dass Weiß dort Bauern stehen hat. Und ganz wesentlich, denkt auch an die Lektionen zum Läuferpaar. Grundregel, was wir euch auch mitgegeben haben, ist, wenn ihr das Läuferpaar habt und aktuell hat Weiß das Läuferpaar, welcher Läufer ist der wichtige? Okay, ihr wisst es, es ist der Läufer. Wenn ihr es nicht wisst, schaut euch unbedingt die Lektion 12 und 13 nochmal an. Ganz wichtig ist der Läufer ohne Gegenspieler. So, der Läufer ohne Gegenspieler ist der Läufer F3. Ne? Der C1 hat einen Gegenspieler. Ne? Kampf über die schwarzen Felder, den führen diese beiden Läufer gegeneinander. Aber dieser Läufer hat keinen Gegenspieler mehr. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, wie stark kann der Läufer ohne Gegenspieler werden. Und ein guter Indikator sind dafür die eigenen festgelegten, weit vorgezogenen Bauern. Wie zum Beispiel der Bauer D5 in der Brettmitte.
blockiert den eigenen Läufer wunderbar. Ne? Also der Läufer guckt auf seinen eigenen Bauern, ist festgelegt, der Bauer wird sich nicht mehr bewegen. Das heißt, auch fürs Potenzial ist das sehr, sehr furchtbar. Die Struktur hier ist auch optimal festgelegt, dass der Läufer hier nichts erreichen kann. Ne? Also der Hebel A4 und dann irgendwann so viel Druck auf B5 ausüben, bis das kollabiert, ist sehr unwahrscheinlich. Okay, was haben wir noch? Ganz wichtiger Aspekt ist eigentlich, diesen Zug sofort zu sehen, ist schon sehr, sehr gut, dass es einige von euch haben. Da geht es ein bisschen darum, was mache ich denn, wenn ich gegen das Läuferpaar spiele? Was mache ich in so einer Stellung? Und es wurde schon genannt, deswegen können wir es jetzt auch gerne sagen. Ganz wichtiger Aspekt, auch wenn ich gegen das Läuferpaar kämpfe, versucht doch dem Gegner das Läuferpaar wieder abzunehmen und ihm den schlechten Läufer zu lassen. Ja, und das wäre in diesem Fall der Läufer F3. Deswegen ist tatsächlich Läufer G5 hier ein positionell außergewöhnlich guter Zug. Genau, und das auch nochmal betont, positionell gut. Das heißt nicht nur konkret, weil dann vielleicht Springer B2 drohen könnte im Anschluss, ja, sondern auch unabhängig davon. Die schwarzfädrigen Läufer zu tauschen, ist hier aus schwarzer Sicht ein sehr, sehr starker Plan. Eine Frage von Lion Ping oder Leon Ping. Soll man versuchen, den schwarzfädrigen Läufer zu tauschen gegen den vom Weißen? Ja. Wenn das, was übrig bleibt auf dem Brett, so wie hier ein schwacher Läufer ist, weil er gegen seine eigenen Bauern schaut oder seine eigenen Bauern ihn beschränken, dann solltest du das tun, ja. Okay, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Läufer G5 kam, schauen uns den Partieverlauf gleich weiter an. Berechtigte Frage gerade von Pater André, was wäre denn dann mit Dame schlägt D5 gewesen? Was ist das? Nee, ich wusste nur, weil beim Bantern hatte ich dann nicht irgendwie aus... Naja, so ganz falsch ausgesprochen. Pater André. Tatsächlich, Dame schlägt D5. Auf den ersten Blick scheint das besser zu sein. Aber die Unterschiede sind marginal. Sagen wir, Weiß nimmt mit den Bauern. Dann haben wir das Gleiche. Dann haben wir so ziemlich das Gleiche. Mit dem Unterschied noch, dass nach Läufer G5 Weiß sich schon auch akut darum kümmern muss, die Bauern zu decken. Denn tatsächlich hat die Dame auf D3 noch recht viel verteidigt. Also bleiben wir, wenn dann, dabei, dass Weiß sagt, okay, ich nehme mit dem Turm wieder. Aber auch hier haben wir ein Problem, denn es bleibt dabei, diese Struktur schwächt diesen Läufer ungemein und Läufer G5 ist immer noch ein sehr starker Zug, denn der Bauer D6 ist nur vorübergehend vermeintlich schwach, denn gleich entwickeln wir den König tatsächlich nach E7, decken diesen Bauern und Weiß kann nur sehr, sehr schwer Druck ausüben. Er müsste zum Beispiel zwei Türme benutzen und hier nur einen zur Verteidigung, hätte dann immer noch einen Turm, um zum Beispiel auf C2 Druck zu machen, auf C3 einzusteigen und den Springer habt ihr dann natürlich frei zum Bewegen. Das heißt, auch diese Stellung für Weiß absolut nicht gut. Ja, das stimmt, dass Weiß wahrscheinlich ganz glücklich wäre, wenn er den weißfeldrigen Läufer abtauschen könnte. Ja. Aber erstens kann Schwarz das vermutlich verhindern, wenn er möchte. Mhm. Und zweitens bleibt Weiß dann ja trotzdem noch mit jeder Menge Bauernschwächen zurück. Also nur, es ist nicht das einzige Problem der weißen Stellung, sagen wir es mal so. Ja, genau, die Bauernstruktur an sich ist die, das alleine könnte man vielleicht noch halten, ja, aber es ist die Kombination, die ist tatsächlich positionell schon, ja, dass man sagen kann, Weiß steht auf verlorenem Posten nach Läufer G5. Okay, schauen wir uns an. Du wolltest vorhin nochmal auf Springer D5 zurückkommen. Da hast du gesagt, wir sollen uns alle die Stellung merken. Ich habe sie mir gemerkt. Ja, ich auch. Ich wollte das eigentlich noch später machen. Aber ach so, na gut. Okay, nee, ist eigentlich okay. Wir sehen diese Stellung und wir haben schon ein bisschen besprochen, warum diese Stellung ganz, ganz schwer ist für Weiß. Ja? Warum das nach hinten losgehen kann. Und jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen uns diese Stellung an. Und auch hier muss man sagen, worauf ihr hier natürlich jetzt viel, viel schneller kommt, weil wir dieses Muster gerade schon hatten, ist,
dass Schwarz zum Beispiel die Möglichkeit hätte, mit dem Läufer auf D5 zu nehmen und dann direkt, ähnliches Motiv, man gibt das Läuferpaar ab, aber holt es sich direkt wieder, sagen wir jetzt einfach mal, es kommt der Abtausch, sei es drum, Rochade, und was verbleibt bei Weiß? Bei Weiß verbleibt ein Läufer, der maßgeblich durch seinen eigenen Bauern beschränkt ist, und das wird wahrscheinlich auch bald auseinanderfliegen. Also selbst wenn Weiß sich mit B3, das C4 konsolidieren kann, genau, aber es droht E4, das würde den Läufer noch mehr beschränken, und der Springer tanzt dem Läufer ja auf der Nase rum. Selbst wenn ich zu C4 komme, vielleicht hüpft der Springer irgendwann mal nach D4 oder sonst wohin über E8 nach D6. Das ist auch ein Nachteil, wenn ihr verbleibt mit einem Läufer gegen den Springer, so einen Freibauern durchzubekommen mit der Unterstützung nur eines Läufers. Ist unheimlich schwierig, weil was macht ihr denn? Ihr könnt ja immer nur eine Felderfarbe kontrollieren mit dem Läufer. Das heißt, von Leichtfiguren ist keine Unterstützung zu erwarten, wenn ich D6 spielen möchte. Und ich denke, das Ganze ist auf den ersten Blick sieht das aus wie sehr gefährlich, König in der Mitte. Aber diese Möglichkeit, Läuferpaar abgeben, Läuferpaar nehmen, dem Gegner nehmen und dann mit dem Springer den Läufer ausspielen. Ich denke, das ist jetzt nochmal klarer, nachdem wir Läufer G5 gesehen haben. Motiv, was man sich wirklich merken sollte, so zu spielen, auch häufig zu sehen bei Magnus Carlsen, ne? Weiß davon. Ja, tschüss Heiki, vorm Fazit gehst du hier. Aber ein bisschen was hast du hoffentlich schon mitnehmen können. Okay, wir springen wieder zurück, nachdem dieser Sprung jetzt hoffentlich auch sinnvoll war. Aber ich glaube ja, schon, doch. Ne? Doch, jetzt schließt es sich. Jetzt macht das auch eher, also ja, jetzt versteht man das auch. Ja, das ist gut. Okay, dann gehen wir zurück zu Läufer G5. Turm E1 von Weiß gespielt und Schwarz hat keine Eile, der Läufer wird dem nicht entkommen. Schwarz hat jetzt erstmal Dame E7 gespielt, um nach dem Läufertausch, der irgendwann kommen wird, vielleicht auch mal mit der Dame rüber zu gehen und Weiß auf den schwarzen Feldern zu ärgern. Je nachdem, was Weiß macht. Genau. Weiß hat Läufer E4 gespielt, wo er sich natürlich schön als Großbauer bewirbt. Ja, das stimmt. Und es kam der Abtausch. Und hier ist es, glaube ich, nochmal ganz schön, wenn man sich den Springer und den Läufer anguckt. Und wenn man sich Figuren anguckt, dann schaut natürlich, was kontrollieren sie jetzt. Aber genauso wichtig ist immer zu schauen, was für Potenzial haben diese Figuren. Und wir müssen dem Springer attestieren, er greift hier einen Bauern an, er guckt in die weiße Stellung hinein. Das mögen jetzt noch nicht die ausschlaggebenden Felder sein im Moment, aber er sieht erstmal sehr gut aus. Was für Potenzial hat er? Naja, auf lange Sicht sehr großes Potenzial, weil er kann überall hinkommen, wo er möchte, auch wenn es länger dauert. Er könnte zum Beispiel sich umgruppieren nach A4, von dort aus einen Einbruch unterstützen auf C3. Er könnte wieder zurückgehen, um hier Druck zu machen gegen D5 und G4. Ja, er fühlt sich wohl in so einer geschlossenen Stellung, wo er einige Vorpostenfelder hat. Und der Läufer, okay, im Moment, du hast es schon gesagt, es ist ein Großbauer. Viel schlimmer ist aber derzeit, dass auch nicht abzusehen ist, dass der Läufer in diesem Spiel nochmal Diagonalen bekommt. Denn dadurch, dass gerade im Moment auch das Feld F6 sehr gut kontrolliert ist, ist auch nicht daran zu denken, den Bauern vielleicht mal zu opfern, um mit dem Läufer über F5 ein bisschen was zu erreichen. Vielleicht zu verhindern, dass Schwarz so leicht auf die C-Linie kommt. Das heißt, der Läufer, sein größtes Ziel, was er vielleicht erreichen könnte, wäre der Abtausch gegen den Springer. Aber das auch immer nur dann, wenn Schwarz es möchte und zulässt. Ja. Er hat ja die Eigenschaft, die Farben zu wechseln, und auf schwarzen Feldern erwischt ihn der weißfältrige Läufer nicht. Das ist richtig. Und das ist so. Die Frage, ob Dame B6 noch stärker gewesen wäre. Ach, wäre auch gut gewesen, glaube ich. Ja. Also. Ganz wichtig ist, dass diese Stellung, die ist positionell sehr, sehr stark für Schwarz. Auf den einzelnen Zug kommt es nicht zwangsweise an, obwohl es natürlich trotzdem vereinzelt besonders starke Züge gibt. Ja, aber ich denke, wie Anna es fragt, kann man schon sagen, dass die Stellung im höheren Sinn gewonnen für Schwarz ist.
Ja, ich denke auch, dass man das so sagen kann. Man muss natürlich noch den positionellen Vorteil umwandeln. Ja, das ist nötig. Vorteilsverwertung, wir hatten das mal. Nur von positionellem Vorteil alleine gewinnt sich noch keine Partie. Ja, da fällt keiner um, denn wir gewinnen Partien, wenn wir es runterrechnen, genau dann, wenn wir am Ende matt setzen. Oder, und das ist meist, wie wir Partien gewinnen, wir gewinnen Material, was daraus folgt aber auch nur, dass wir es irgendwann schaffen, eine Figur in Übermacht zu haben und damit den Gegner auch irgendwann matt setzen werden. Na, also zum Beispiel im Endspiel ist es so, wir haben irgendwann Bauern mehr, im Endspiel reicht das meist aus, weil der Bauer zur Dame wird und wir mit der Dame dann am Ende matt setzen können. Und wir haben auch schon einen sehr, sehr guten, konkreten Vorschlag und genauso kam es auch. H5 von Schwarz, man beachtet dabei den Turm, der noch nie gezogen hat und trotzdem jetzt zur starken Figur wird. Genau, besser als die Türme, die schon mehrfach gezogen haben, denn genau hier wird er jetzt gebraucht und das kann man vielleicht mitnehmen, wenn man das nächste Mal sorglos rochieren möchte, ob vielleicht sowas auch denkbar wäre. Ja, wir knüpfen jetzt hier wieder an unsere Lernstunde zum Thema Angriff auf der H-Linie. Ja, genau. Ihr seht, alles spielt irgendwo rein. Ja, es kam Dame G3. Eine Überlegung wert gewesen wäre vielleicht G5, um die Stellung geschlossen zu halten und den König zu schützen. Aber seien wir mal auch ehrlich. Das ist hoffnungslos für Weiß. Aber zumindest hält man dann erstmal die H-Linie noch geschlossen für einen Moment. Ja. Dame G3, der Abtausch auf G4. Und ja. Nochmal kurze Taktik für euch. Wie geht's denn jetzt hier am einfachsten oder am schnellsten für Schwarz weiter? Also es gibt mehrere Wege, die hier zum Sieg führen, aber wir suchen den konkretesten. Dame H4, bevor H5 gespielt wird, ist sicherlich auch eine Option. Aber brauchst du nicht. Ist, ja, genau. Und Mittelschnauzer schlägt, glaube ich, den schnellsten und einzigen Verlust für Schwarz nach vor mit König D7, F6 Schach. Das endet böse. Aber die Idee dahinter, nehmt die bitte mit. Ja, der König kann Platz machen. Tendenziell nicht jetzt natürlich. Schon wieder König D7, was los hier? Um einen zweiten Turm. Ihr denkt im Moment gerade zu positionell. Nur weil ihr die weißen Steine seht, müsst ihr nicht versuchen, hier mit weißen Gewinn irgendwie zu finden. Positionell ist das auch ein starker Zug, aber hat taktische Mängel. Also hat es okay. Alles gut. Alles gut. Springer D7 ist ein unmöglicher Zug, also... Leute. Bauernwalze, deine Variante bitte mal, die noch keine Variante ist, zu einer machen. Ja, das macht Sea Eagle ganz gut. Ach so. Ja. Hast du Schwein gehabt, Bauernwalze? Im Prinzip ist es so. Dem ist jetzt nicht so viel hinzuzufügen. Es wäre sehr stark gewesen, hier mit Dame F2 einzusteigen. König H1, Dame F2. Und Dame G4, ja, dann kann man Dame F4 machen, übt hier Druck aus und droht Springer E3. Und auf Läufer G2 haben wir hier so eine kleine forcierte Variante für euch noch. Wollen wir zeigen oder sagen? Hä, zeigen oder sagen? Zeigen oder fragen? Nein, wir zeigen. Okay, das nur so. Ist jetzt nichts, was ihr zwangsläufig finden müsst. Die Stellung ist sowieso gewonnen für Schwarz und vielleicht auch, weiß nicht, wenn man sich errechnet, könnte man das noch verlieren. Nichtsdestotrotz, das wäre sehr, sehr gut gewesen, denn jetzt den Springer hängen lassen, Druck auf H3 machen. Und der König ist erstaunlicherweise auf E8 absolut sicher. Und wenn jetzt H3 kommen würde, die Krux des Ganzen ist, dass man jetzt tauschen kann und den letzten Turm mit ins Spiel bringt, mit Gewinn. Korrekt. Genau, das ist so eine mögliche Variante. Also Dame A7 Schach wäre ganz stark gewesen. Aber das tut auch überhaupt nicht Not, denn strukturell mit diesen ganzen vereinzelten Bauern kann Schwarz da sowieso rumtänzeln, wie er möchte. Er hat sich die Zeit genommen zu decken.
Das ist auch überhaupt kein Problem. Wie Leon oder Lion, kannst du uns mal bitte ein Feedback geben, wie du ausgesprochen wirst, damit wir es nicht falsch sagen? Also muss nicht jetzt sofort sein, aber irgendwie in Lautschrift oder uns mitteilen, dass wir es richtig haben. Okay, es kam Läufer D3. Aber die Drohung auf C4 zu nehmen, naja. Aber selbst das könnte Schwarz vermutlich zulassen, aber man kann seine Stellung ja weiter verstärken. Und deswegen Turm H4, Dame G3. Und jetzt ein Angriff auf D5, den Abtausch vermeiden. Und wie es weitergeht, ahnt ihr bestimmt schon. Nämlich irgendwann kommt der zweite Turm noch ins Spiel. Weiß hat sich noch ein bisschen verteidigt, Turm E4 gespielt, wollte Material runternehmen. Jetzt bin ich aber gerade irritiert. Ja, ich auch. Also Englisch aussprechen. Ich glaube, das nee, das K ist Lion auf der Tastatur neben dem L. Ich glaube, er meint Line. Ich war auch irritiert wegen Lion. Des Ks. Ja, okay. Aber ja, okay. Aber Fuchsia hat es anders geschrieben. Leon-Ing. was ist mit dem Freibauern auf E5, fragt Tobin Dax. Kann aktuell noch nicht verwertet werden. Muss noch nicht laufen, behalt ihn dir für später. Aber im Moment hat Weiß akutere Probleme. Nämlich die schwarzen Figuren, die ihn hier austanzen. Und dementsprechend möchte man auch nicht tauschen. Spielt Turm H5, Turm G4 von Weiß. Und jetzt geht es direkt weiter mit einem Abtausch mehr oder weniger. Springer schlägt D5 gegen G7. Aber das Ganze endet böse, wenn der Springer Richtung König kommt. Also, Schach gesehen, Schach gegeben. Machen wir keinen großen Hehl draus. Turm G8 sieht erstmal furchtbar aus. Aber der erste Zug des Königs in der Partie, im Zug 33, er läuft nach D7 und fühlt sich pudelwohl. Wolltet ihr ja vorhin schon die ganze Zeit machen. Genau, jetzt kommt das Wort. Und tatsächlich zeigt das auch ganz gut, wie Schwarz die Kontrolle behalten hat im Zentrum. Gut, der D-Bau ist irgendwann flöten gegangen, aber für die Struktur mit dem geschlossenen Zentrum ist der König in der Mitte nicht unsicher. Ne? Wir hatten das schon mal, Angriff auf den unrochierten König. Wesentliches Merkmal ist, dass man das Zentrum sprengt und den König bloßstellt. Und das geht ja nicht. Deswegen König D7, gar kein Problem. Der Abtausch, Dame G8 Schach. Warte mal ganz kurz, es war noch die Frage, wenn man alles abtauscht, ob dann der Freibauer E5 gewinnt. Ich vermute eher, dass dann der weiße H-Freibauer gewinnen würde. Das kommt dann sehr darauf an, wo die einzelnen Figuren stehen. Also das kann man nicht so... Aber an ein Bauern-Endspiel musst du hier noch nicht denken. Wichtig wäre hier allerdings, so wie man es runtergetauscht hat, würde ich nicht ins Leichtfiguren-Endspiel gehen mit dem entfernten H-Bauern. Das kann gefährlich sein. Muss es nicht. Ihr könnt euch auch vorstellen, D6, E4 kommt. Ich bin sehr schnell mit dem König auf E5, schnabuliere den F-Bauern und halte den H-Bauern auf. Aber das sind etwas fernliegende Gedanken bei diesem offenen König. Da würde ich an sowas noch nicht denken. Genau, an Anna, TFP hat deine Frage jetzt ganz konkret zu der Partie ja schon gut beantwortet, wie man allgemein sich verhalten sollte, wenn man so schlechte Stellungen auf dem Brett hat. Das ist ja manchmal einfach so. Schau dir da nochmal unsere Lektion zur Verteidigung an, da haben wir insgesamt schon ziemlich viel gemacht und sind da auch auf verschiedene Aspekte eingegangen, also was so mögliche Verteidigungsstrategien allgemein sind. Mhm. Da findest du bestimmt ein bisschen was. Hier ist tatsächlich, beten wahrscheinlich. Hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht, aber tatsächlich objektiv ist hier nicht mehr viel rauszuholen. Und das Ganze endet hier auch schon forciert. Deswegen dürft ihr nochmal ran. Grübelt mal nach, Schwarz ist am Zug. Gibt es hier nicht 100.000 Gewinnwege? Ja, aber es gibt einen, der es sehr forciert macht. Okay. Dementsprechend, konkrete Variantenberechnung, eine konkrete Variante reinschreiben und am Ende eine Bewertung. Pater André, alte Lektion, schaust du auf zwei verschiedene Wege. Genau.
Entweder du gehst... du darfst den einen, nicht den anderen. Okay, also der komplizierte Weg ist, oder relativ, du gehst auf Shows und sortierst dort, beziehungsweise gibst eine Lernstunde oder du bist Lernstunde und lässt dir das filtern, dann kannst du durchscrollen. Oder die bequeme Lösung. Naja, oder du kannst auch auf unserer Homepage unter Lernstunde eine Übersicht finden. Da haben wir alle Lernstunden, die wir bisher aufgenommen haben, einmal verlinkt mit Thema dran und da einfach auf den Link klicken und schon seid ihr bei Chess24 auf der entsprechenden Lektion. Ja, Anna, du hast ein bisschen früh abgesprochen und Pantherchess, du hast leider gar keine Variante gegeben, sondern nur einen Zug. Tatsächlich, Turm schlägt H2, König schlägt H2, Dame H4, König G1, der einzige Zug, Springer H3 Schach. Danach hat Weiß noch mehrere Zugmöglichkeiten, zum Beispiel König G2. Und danach ist es nicht... Hat man wahrscheinlich Glück, wenn man noch Dauerschach kriegt, ne? Vermutlich. Ja, M-Rimp oder M-Rimp gibt natürlich die einzige Variante an, die sofort vorbei ist. Das stimmt, auf König F1 haben wir Matt in 1. Ihr müsst natürlich gucken, was sind die Alternativen. Wenn ihr seht, König F1, Dame F2 Matt, spult ihr gedanklich einen Zug zurück und prüft, ob die anderen weißen Züge dann auch im Matt enden. Und tatsächlich ist es so nicht. Also wir schauen uns das mal an. Aber das sind die Varianten, mit denen ihr tatsächlich beginnen solltet. Die konkretesten Sachen zuerst. König G1 ist auch noch forciert. Und jetzt können wir es relativ schnell runterbrechen. Wir haben nämlich nur... ein Schach. Also ein Schach, vernünftiges Schach. Ne, Springer E2 könnte geschlagen werden. Die Schachgebote mit der Dame gehen auch nicht. Und hier müssen wir doch aber sagen, hat Weiß 4 Züge. Von denen nur einer sofort matt ist, mit Dame F2. Und die anderen, naja, hier hätte man vielleicht noch Springer F4. Dame F2, da muss man dann auch irgendwann die Berechnung abbrechen nach König schlägt H3 und korrekterweise abschätzen, dass das nicht reicht für Schwarz. Nach Springer F4 wäre das Maximum wahrscheinlich ein Dauerschach. Ne? Ja, ich glaube, wir können die Variante abschließen. Es wird kein Matt. Ja, das funktioniert leider nicht. Tatsächlich ist aber die Variante von C-Eagle absolut. Und auch von TFP. Perfekt. Ah ja, und von TFP auch. Und zwar Dame H6, worauf man noch in Kürze eingehen könnte. Hauptzug Dame G1, wäre Dame schlägt F7. Schach gesehen, ne? Schach gegeben. Schachzüge müssen wir immer berechnen. Kommt aber König B6, es gibt keinen Folgeschach und H2 ist nicht mehr zu verteidigen. Deswegen sollte unsere Mainline, unsere Hauptvariante der Berechnung Dame G1 sein. Und hier habt ihr völlig zu Recht angegeben, Springer schlägt D3, CD3, Turm schlägt H2. Und die Dame ist überlastet und vor allen Dingen, was jetzt wichtig ist, dass der Damentausch nicht mehr zu vermeiden ist. Exakt. Und jetzt kommen wir tatsächlich, wo der E-Bauer vielleicht das Rennen macht, in ein Bauernendspiel. Und das ist genau der Punkt, wo der positionelle Vorteil umgemünzt wird in einen Materialvorteil. Und diese Stellung, dieses Endspiel, wahrscheinlich ist es nur eine Qual, wenn ihr jetzt hier noch auf A3 nehmt, da ihr riskiert Dauerschachgebote und sonst was. Lieber schlagen und das Bauernendspiel solide. Das Bauernendspiel ist in der Tat sehr, sehr einfach gewonnen. Da gibt es eigentlich keine Hoffnung für Weiß, überhaupt nicht. Hat Tobin Dax doch noch recht behalten. Aber jetzt ist auch der H-Bauer weg, muss man sagen. Ja, und er ist kein Freibauer mehr, kann aber bald wieder einer werden. Ja, sollte sehr, sehr schnell passieren. Also ja, König ist ja nach F6. Eine reine Berechnungsfrage. Wir laufen hier rein, A wird verhindert, F6, der König muss ziehen, muss zurück, muss das Feld freigeben, es kommt König D4 und jetzt... Ne? Also man wird wahrscheinlich einfach E4 spielen und dann im nächsten diesen Bauern erstmal abholen und dann ist das einfach gewonnen. Und das Ganze forciert ab Dame H6. Aber ne, denkt dran, der positionelle Vorteil muss immer noch umgemünzt werden. Hier in ein gewonnenes Bauernendspiel. Das stimmt. Ja, was haben wir in der Partie gelernt? Kommen wir zum Fazit. Genau. Wir haben im Prinzip nochmal heute das auf dem Brett gezeigt, was wir letzte Woche schon mal eingangs gesammelt haben. Wenn ihr euch daran erinnert, da haben wir dazu
zuallererst gefragt, was euch zu dem Thema so einfällt. Und da kamen schon viele theoretisch gute Beiträge, nämlich, dass der Springer in geschlossenen Stellungen häufig den Läufer dominiert. Das haben wir heute auch sehr, sehr gut gesehen. Beziehungsweise, was auch ein wichtiges Merkmal war, war, dass der Läufer durch die, ich habe es mal in Klammern geschrieben, eigenen Bauern eingeschränkt ist. Kann natürlich auch sein, dass er durch die gegnerischen... Genau. Durch die eigenen Bauern ist häufig eine sehr langfristig orientierte ewige Beschränkung, weil er seine eigenen Bauern natürlich nie schlagen kann. Dafür müssen die eigenen Bauern aber auch dementsprechend festgelegt sein, so wie es hier der Fall war. Na, ihr erinnert euch sicherlich, weiß ja nicht lange her, an den Bauern auf D5. der festgelegte eigene Bauer, der den Läufer auf Dauer beschränkt. Okay, gehen wir zum Passipaste. Genau, was wir heute auch gesehen haben, ne, dass so Vorpostenfelder Gold wert sind für Springer. Der Springer auf C4 war ganz besonders stark und dann später nochmal auf F4. Genau. Und was wir so an Handlungsempfehlungen für euch daraus ableiten können. Na, zum einen, wenn ihr Springer gegen Läufer habt, wenn das Kräfteverhältnis schon so ist, dann seht am besten zu, dass ihr die Bauern festlegt und am besten auch so, dass ihr den gegnerischen Läufer dadurch einschränkt. Und auf der anderen Seite, wenn ihr geschlossene Stellungen habt, dann kann es eben ratsam sein, Läufer gegen Springer zu tauschen, weil wir gesehen haben, Springer können da sehr, sehr stark sein. Genau. Und die Partie zum Nachspielen, die zeigt Fuchs hier einmal. Die das Ganze, wollen wir nochmal hingehen. Die Fuchs ja netterweise als Analyse in einer Session abgespeichert hat. Für alle Leute, die das, die zwischendurch nicht mitgetippt haben, was? Einige Leute tippen hier nicht mit. Und es waren noch ein ganz paar Fragen offen geblieben zu anderen schwarzen Möglichkeiten, aber da wollen wir euch ganz gerne einfach sagen, die Stellung ist so gut, es hätte an verschiedenen Stellen andere Möglichkeiten gegeben, den Vorteil zu verwerten. So wirklich fehlerhaft war eigentlich nicht viel. Also es hätte schon einiges gebraucht, um die schwarze Stellung wirklich noch zu versenken. Zum Beispiel König D7. König D7, genau. Aber ansonsten, es hätte viele gute Wege gegeben, den Druck zu erhöhen. Und da auch die Verteidigungsaufgabe, was so schwer ist für Weiß. Schwarz hat so viele gute Möglichkeiten, gute Pläne, die er spielen könnte. Und Weiß muss nur verteidigen. Ja, und das ist sehr, sehr schwer. Weswegen diese Stellung in einer praktischen Partie ganz schwierig ist. Ja, diese Stellung sehr, sehr, sehr schwierig ist. Genau. Das war's für heute. Nächstes Mal gibt's im Prinzip dasselbe. Nur andersrum. Andersrum, genau. Wir haben mit euch jetzt diese Stellung besprochen und die Vorzüge des Springers, glaube ich, sind ganz gut bei rausgekommen. Aber Läufer sind natürlich keine schlechten Figuren und können auch Springer dominieren und Stellungen dominieren. Wann das so ist, das werden wir uns nächste Woche anschauen. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche und jetzt noch einen schönen Abend. Genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss.